Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Salzwedel. Was wird aus der Salzwedeler Kollwitzhalle? Diese Frage löste im Kreisbauausschuss Diskussionen aus. Die Kommunalpolitiker machen sich vor allem Sorgen um die Vereine, die derzeit das Gebäude nutzen. Denn damit könnte nach dem Neubau hinter dem Jahn-Gymnasium Schluss sein. Dann wird der Altmarkkreis den Betrieb der alten Halle einstellen, da die Gymnasiasten dort nicht mehr hin müssen. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Klötze. Erst 2012 wurde das neue Schulgebäude der Drümmlingsfüchse saniert. Jetzt stehen schon wieder Gerüste an den Wänden. Der Grund? Ein Investor will auf diesem und 10 weiteren Dächern der Stadt Oebisfelde-Weferlingen Solarmodule zur Stromproduktion installieren. Vorteil für die Stadt, sie erhält regelmäßige Pachtzahlungen. Allerdings liegen noch nicht alle Genehmigungen vor. Der Landkreis macht Denkmalschutzgründe geltend. Stendal. Die drei Sänger der Kinderoper Papageno Wien haben am Mittwochvormittag Beethovens Fidelio in der Turnhalle der Grundschule am Stadtsee aufgeführt. Mehr als 200 Kinder lauschten den Gesängen der Wiener und dem Schauspiel ihrer Mitschüler, die selbst auf der Bühne standen. Und jetzt ein Blick aufs Wetter. Der Donnerstag wird sehr windig und trüb mild. In der zweiten Tageshälfte ist auch mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 4 und 7 Grad. Für das Wochenende wird schon wieder gemäßigtes winterliches Wetter vorhergesagt. Das war ZTV für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder reinschalten. Tschüss!